Sehr gerne, aber ich muss auch sagen, wir haben es ja schon abgesprochen, denn du hast gerade über Formel 1 gesprochen und Dominik Hees ist in Kerpen groß geworden, wo die Schumachers ja herkommen und auch gelernt haben. Also passt es doch eigentlich ganz gut. Und er hat in der Sporthochschule studiert. Ja, also damit haben wir das alles zusammengebracht. Vielen Dank, dass du heute bei uns bist. Es geht aber nicht um Formel 1 und auch nicht um die Sporthochschule, sondern um das Wunder von Bern. Jawohl. Das spielst du in Helmut Rahn in Hamburg seit November. Genau. Und das macht bestimmt viel Spaß, oder? Ja, super. Ja? Also wirklich ein Stück, was mir sehr ans Herz gewachsen ist und auch in Hamburg zu sein, unsere Musical-Metropole in Deutschland, auch einfach eine tolle Stadt. Auch wenn ich das Rheinland vermisse, aber Hamburg ist schon eine gute Alternative. Also ich kann mir vorstellen, auch von, also du hast ja nicht nur in Kerpen gewohnt, sondern auch in Köln an der Sporthochschule. Und, ja. Aber man kann ja immer wieder zu Besuch hierher kommen, so wie auch heute. Heute. Genau. Ja. Wie ist denn das bei dir mit dem Fußball? Muss man fußballbegeistert sein, um beim Wunder von Bern mitzuspielen? Es ist auf jeden Fall von Vorteil. Ja, bist du denn auch fußballbegeistert? Ja, total. Ja? Ja, ich habe viel Fußball gespielt. Und das ist jetzt in meinem Fall als Musical-Darsteller oder Schauspieler irgendwie ein Stück zu finden, wo man das verbinden kann, ist natürlich schon toll und macht deswegen auch noch mehr Spaß. Und kanntest du den Film vorher schon? Ja, ja, klar. Ja. Den Film habe ich gesehen im Kino, damals mit meinem besten Freund, ich glaube 2003 oder so, genau, kam der raus. Und habe das geliebt. Ich kann mich auch noch genau daran erinnern, also wir haben beide Gänsehaut gehabt und Nationalhymne mitgesungen und allem drum dran. Ja, und jetzt heute auf der Bühne den Film quasi nochmal, also neu inszeniert zu spielen, ist schon toll. Und Sönke Wortmann war auch mit involviert, der war auch oft da und es war schön, auch irgendwie von ihm noch so den Input zu kriegen. Ich muss sagen, als ich das gelesen habe, dass das Wunder von Bern als Musical dargestellt wird, habe ich gedacht, wie soll das denn gehen? Das kann man doch gar nicht. Und dann habe ich ein paar Ausschnitte gesehen von mir und gedacht, ach so, das funktioniert ganz gut. Die Emotionen werden sehr schön rübergebracht. Und ich denke, wir zeigen jetzt mal ein paar Bilder unseren Millionen Zuschauern von das Wunder von Bern, das Musical in Hamburg. Endlich werden wir wieder eine richtige Familie. Papa, komm zurück. Und wer ist das? Hey, wir hatten Mannschaftsbesprechung. Für Mattes, dein Helmut. Helmut Rahn, wer ist der eigentlich? Das ist dein bester Freund. Boss! Danke, Mattes. Musiker? Soll das ein Beruf sein? Ja. Das ist mein Beruf. Goodbye, Daddy. Ich verbiete dir hiermit jeglichen Umgang mit Soldaten. Aber ich habe doch gar nichts gemacht. Dein Vater hat schwere Zeiten hinter sich. Der braucht dich mehr als ich. Komm, ich muss wirklich los. Du drückst mir einfach von mir die Daumen. Ich weiß, jeder will spielen, aber ich kann nur 11 Spieler aufstellen. Mensch, Papa, ein richtiger Lederball! Damit bin ich ja der König auf dem Bolzplatz! Welche Strategie verfolgen Sie? Wissen Sie, junger Mann, der Ball ist rund und dein Spiel dauert 90 Minuten. Mit einem Schlag. Wir beide könnten groß sein. Wir können etwas Unglaubliches erreichen. Wir können hier gewinnen. Wir können Weltmeister werden. Fragen aus dem Bankdorfstadion in Bern. Kopfball, Abwehr. Deutschland ist Weltmeister. Viele Emotionen auf der Bühne. Das Wunder von Bern in Hamburg wird gespielt seit November. Als du das erste Mal mit deinen Musical-Kollegen auf der Bühne standst, als klar war, dass ihr jetzt als Team zusammenarbeitet, was war das für ein Gefühl? Ein Riesengefühl, weil diese Show, die wurde über sehr lange Zeit entwickelt. Also 2-3 Jahre hat das gedauert. Von Idee, Konzept und Musik und Dialoge und so weiter. Und wir wurden dann immer mehr quasi involviert. Und ich hatte auch Kontakt zum Regisseur und der hat mir immer so ein bisschen Updates gegeben. Das war alles total spannend. Normalerweise ist es ja so, sagen wir mal in 90% der Fälle, man übernimmt eine Rolle, die schon da ist, schon seit 20 Jahren und
Und hier war es einfach so, wir konnten das entwickeln. Also ich konnte diese Rolle natürlich anhand, es ist ja eine historische Figur und es gibt auch die Filmvorlage, aber der Regisseur hat sich auch davon etwas gelöst und wir haben da irgendwie dann zusammen dann diese Show entwickelt. Und das ist was ganz Besonderes im Musical. Und für mich war das erste Mal so und daher auch eine tolle Erfahrung. Ich meine, ihr seid ja wirklich sehr, sehr viel Zeit zusammen, verbringt ihr zusammen, nicht nur auf der Bühne, sondern auch hinter der Bühne. Mhm. Das muss ja auch eine große Familie sein mit allem, was dazugehört. Gute Stimmung, schlechte Stimmung kriegt mit, wenn jemand Streit zu Hause hat oder wie auch immer, oder? Wie ist das Gefühl so, als ist das eine Familie? Ja, absolut. Ja. Das ist eine Familie. Wir verbringen fast rund um die Uhr zusammen. Also wir spielen ja 8 Vorstellungen die Woche. Und es wird auch noch geprobt zwischenzeitlich, also man sieht die Leute schon sehr oft. Wie ist denn das, da ist ja ein Kind dabei, man sagt ja mit Kindern und mit Tieren ist es am allerschwierigsten zu arbeiten. Das kannst du natürlich jetzt nicht über deinen Kollegen sagen, aber es ist ja jetzt nicht einfach für ein Kind 8-mal die Woche zu spielen oder wird das gespielt von mehreren Kindern? Ja, wir haben ganz, ganz viele Kinder. Okay. Also es gibt ja in Deutschland, Gott sei Dank, Arbeitsschutzgesetze und die Kinder, also wir haben eine ganze Truppe, ich glaube das sind 40, 50 Kinder, die wir haben. Es sind 5 Kinder in der Show und die werden ständig ausgewechselt. Und das ist anstrengend, weil Kinder anders ticken als Erwachsene, auch auf der Bühne. Und die gehen auch ganz anders um mit Aufregung und es gibt da auch nicht so wirklich Abmachung, sondern das passiert dann einfach so, wie es passiert. Aber für mich macht es das halt irgendwie auch spannend. Jeden Abend mit einem anderen Mattes. Mattes ist ja die Hauptrolle in dem Stück. Und es ist mit jedem Jungen wirklich anders und für mich auch einfach spannend, jeden Abend das anders zu erleben. Wir werden gleich darüber sprechen, was so passiert auf der Bühne, wenn mal was schief läuft oder dein schönster Moment auf der Bühne, weil du spielst ja nicht nur das erste Mal im Musical, du hast schon ganz, ganz viele Sachen gespielt. Dazu kommen wir gleich, machen erstmal eine kurze Pause und dann sind wir gleich wieder im Gespräch hier mit Dominik Kees. Vielen Dank, dass du heute bei uns bist.